Ist hier irgendein Eingang? Ja, da. Ist das das Anwesen? Weil ich meine, wir suchen immer noch das Androt-Anwesen. Auf jeden Fall eins der Anwesen, wo wir für die Mondsteinmasken-Tusnelda was besorgen sollen. Und ich muss den Dolch wieder aus der Hand legen. Oh, lad schneller. Lad schneller. Meine Güte. Ein Haus. Toll. Okay, ein Hafenbürger. Hier scheint keine Feinde zu sein. Zwei Hafenbürger. Gut, dann können wir uns mal kurz ausruhen und die Zauber wieder auffüllen, die wir nicht mehr haben. Puh, ich dachte schon, das wäre wieder so eine kleine Hütte voller Feinde. Na egal. Dann halt nicht. Was läuft denn da gerade, bitteschön? Das Todescamp der Shaolin. Also Tele 5 hat sich irgendwie auf diese, wie heißt das, diese Ninja-Filme mit Bruce Lee teilweise richtig verschossen, ey. Nichts gegen Ninja-Filme, ich bin ein großer Fan, vor allem, auch wenn es ein bisschen komödiantisch ist, aber ich bin auch großer Comedy-Fan, deswegen Jackie Chan, super. Aber die Hälfte von den ganzen Karate-Filmen, die sind so gestellt, dass es schon peinlich ist. Well met. Euch aufzeigen, glaubt mir, ich arbeite, ich brauche Informationen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Typen wichtig sind, da sie keine Eigennamen haben, deswegen gebe ich ihnen diesmal ausnahmsweise keine Stimme. Ich brauche Infos. Ihr habt Fragen? Gut, seid wach, erklärt mir das. Meine Kinder sind tot. Einfach dahingesiecht und verwelkt. Bla 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 bla. Ja, Informationen zum Handel. Ich glaube irgendwie, die haben nichts Interessantes für mich. Viele Wachen könnte zu Hilfe kommen, wenn ich euch angreife. Es sind immer diese Kommentare, die dann weiterleiten zu irgendwelchen ganz komischen Sachen. Warte, guckt euch das an. Gibt es hier viele Wachen? Könnten die euch zur Hilfe kommen, wenn ich euch angreife? Nun ja, viele sind's nicht, nein, warum fragt ihr? Dann wisst ihr also, dass ihr mir ausgeliefert seid, gebt mir all euer Gold. Oh mein Gott. Ey, ich kann jeden im Hafenviertel ausrauben, wie ich Lust habe. So, meine Güte. Ich glaube, ich sollte vielleicht mein Konto doch ein bisschen auffrischen zwischendurch. Ich meine, ist das denn nicht chaotisch in der Richtung? Weil chaotisch bin ich ja. Es geht nicht Richtung böse, nur chaotisch. Das ist doch okay für mich. Ich hab doch zu viel Gewissen, um einfach Leute auszurauben. Verdammt. Ay, Macarena. So wenig zu erzählen. So dunkel sind die Straßen, die Fenster so hell erleuchtet. Es sieht irgendwie komisch aus, wenn die Gebäude hier immer so ausblenden. Ich meine, okay, der Übersicht halber, dass ich mit der Kamera so rübersehe und nicht hier so ein Gebäude mitten im Weg ist, aber. Schwarz. Loch. Sag mal, ist hier jetzt nicht langsam mal noch irgendwas? Auf der Karte ist auch nichts eingezeichnet. Okay, da sind die nächsten Gegner. Kann ich die schon mal hier angreifen? Ich habe nur ein Lino gerade dabei. Wartet mal. Ja, okay, gesehen hat er mich schon, aber ich wollte vielleicht eine Geräuschexplosion da reinsetzen, aber ich konnte gerade nicht sehen, wie viele das sind. Für zwei hätte sich das nicht wirklich gelohnt. Und Lilo mit Doppelschlag, overall. Geht nichts drüber. Ah, ein Heiltrank. Ja, ich muss sie doch wieder ein bisschen öfter durchsuchen. Ich meine, Heiltränke will ich nicht liegen lassen. Aber dreimal die Auktionsankündigung ist ein bisschen übertrieben. Ach, wie öde. Hier sind ja nicht mal mehr Türen. Ich meine, die Feinde hier auf der Karte auszurotten für noch ein bisschen EP ist ja ganz interessant und sinnvoll. Wie man sieht, ich brauche noch 1000 Erfahrungspunkte, dann habe ich das nächste Level. Alright, dear. I'm getting to Wehe, du it. kriegst die nicht auf. Wehe, du kriegst die nicht auf. Sogar ich krieg die auf, wenn ich kritte. Also die kriegst du auf. Los. Glück für dich. Und her damit. 14 Gold, immerhin. Es wird mehr, es wird mehr. Na, Frames bitte. Lino, bitte folge mir. Auf der Karte steht immer noch da oben rum. Ja, sie stand immer noch da Alright, oben dear. rum. I'm Ich habe das getting to Gefühl, die it. macht gerade irgendwie, was sie will. Genau wie mein Schweinchen. Das tut auch immer, was es will. Waren wir hier schon drin? Hier direkt neben dem Eingang zum Stadtzentrum. Oder ist das vielleicht der Militärposten hier direkt gegenüber? Wäre ja auch möglich. So wie bei Cedar Sibyl. Ne, nur ein Haus mit noch mehr Hafenbürgern, die wahrscheinlich ausrauben kann. Ach, wie lame. Den spreche ich nicht mal an. Drei Goldmünzen, fertig.
Wie öde. Naja, dann können wir uns ja. Ich werde noch mal ganz kurz die Straßen absuchen nach dem Androt-Anwesen, wenn es das Anwesen jetzt war. Sonst kann ich noch mal im Tagebuch nachschlagen gleich. Und ansonsten ab in die Schenke. Ich will ja mal ein bisschen Action haben. Wieder ein paar tolle Akzente raushauen. Ich habe mir mal überlegt, vielleicht sollte ich mal. Also den nächsten weiblichen Charakter, den ich kriege, den ich dann sprechen darf, den werde ich irgendeinen Dialekt einbauen, denke ich. Vielleicht so sächsisch. Oh, ne, Entschuldigung, das war nicht sächsisch, aber so bayerisch, mo. So schöne Käsecreme, mei da. Irgendwie sowas in der Richtung. Lasst euch überraschen, vielleicht fällt mir noch was Besseres ein. Kann ich auch einen auf Alf machen. Pff. Ach, Karte. Es wird aber auch nirgendwo das Anwesen markiert, oder? Da ist 20 im Köcher, der goldene Apfel, die schäbige Schenke. Und da oben war der doch nicht, oder? Das ist immer noch Jace. Fest hier ja. Ist das versperrte Haus vielleicht das Anwesen? Kann das sein? Handelshaus Silbersegel. Ist das da? Ja, Androts Anwesen haben wir es doch. Waren wir da nicht schon drin? Ich glaube nicht. Ja, da sind wir. Ich erinnere mich gerade, da sind wir vorbeigelatscht, weil ich den Leibwächter nicht anlabern wollte. Und ich glaube, er hat den Schlüssel dafür. Moment, Quick Save. Kann man mal sehen, ob ich mich da reinreden kann. Oi, Hi! hallo there. Das ist immer so ein cooler Akzent, den die Engländer und die Amerikaner immer ihren Leuten geben, die sie für ey, oh, ne, so ein bisschen ländlich halten oder so flapsige Aussprache haben. Hier, hört euch das an. Oi, hallo there. Hallo, ne? Das ist ein richtig lustiger Akzent. Es kommt auch, wer noch nicht geguckt hat, müsst ihr euch mal ansehen, Holy Grail hier. König Arthur und die Ritter der Kokosnuss auf Deutsch. Guck das mal auf Englisch. Ich finde das wesentlich besser. Vor allem der Humor kommt besser rüber. Kann ich so einen Akzent auch auf Deutsch machen? Ja, warum lässt dich sehen? Sieht auch sehr so aus wie ein Adelstyp oder so. Aber hier nur Leute, wo Freunde von Herrn Adolf willkommen. Ich wollte euch noch ein paar Fragen stellen. Ja, ich gut bei Fragen beantworte. Wenn ich sowas könnte, würde ich hier nicht von so einem dummen Adelshaus rumstehen. Ich glaube, ich habe mir schon gerade so einen Halbsächsischen gegeben aus Versehen, na egal. Warum darf ich das Anwesen nicht betreten? Bah, wenn ihr durch die Tür kommt, was kümmert's mich? Ich wollte den dummen Job nicht mal und ich kämpfe sicher nicht gegen euch. Mir ist ziemlich egal, ist nicht mein Haus, warum sollte ich jemand dran hindern, reinzugehen? Wenn Leute dumm genug sind, das zu riskieren, geht's mich nicht an. Ihr will wirklich nichts dagegen tun, wenn ich da reingehe? Passt mal auf, ist nicht mein Haus, also was kümmert's mich? Na, ich schätze mal, man zahlt mich, damit ich es bewache und so, aber die Bezahlung ist nicht gut genug, dass ich was riskiere. Okay, leb wohl. Hat wohl nichts groß zu sagen. Ich denke, der hat auch nicht den Schlüssel, also Alright, dear. machen wir I'm einfach die getting Tür auf unsere normale Art auf. Ich dachte, ich müsste den überreden, mir den Schlüssel zu geben, aber Pustekuchen. Außerdem, das sind immer die allerbesten Türwächter. Du kommst mit rein, hat er auch nicht drauf. Einfach nur, ich bewache diese Tür da. Wenn die aufgeht, wenn die zugeht, ist für mich total egal. Wenn er durchgeht, sowieso. Gut, das Androt-Anwesen. Jetzt endlich kriegen wir wieder was zu tun. Denn jetzt dürften ja eigentlich ein paar Wächter rumstehen, wieder Fallen sein. Und wenn ich mich richtig irre, sogar Androt selbst. Wenn wir Glück haben. Von irgendwem müssen wir das. Genau. Von irgendwem müssen wir das Item bekommen. Mal gucken, wie stark die Kollegen sind. Mein Bogen wieder raus. Lol, für Lino sind die ein Witz. Na egal. Bisher hatten wir mit Lino eher mal einen Glücksgriff gelandet. Versetzt dich in Wildheit, okay, den kann ich auch noch nicht. Absolviert 2 Schadenspunkte. Ja, okay, dann spare ich mir mal die Pfeile. Meine beiden Mädels schaffen das schon. Ich glaube, ich habe noch dem Schwein noch keinen Namen gegeben. Das wäre mal interessant. Aber ich denke, ich gebe dem Schwein dann jedes Mal, wenn ich spiele, einen neuen Namen, weil ich dann vergesse, wie der alte war. Es ist leider so, dass ich einfach zwischen den Spiele-Sessions bei Neverwinter, das vergeht jedes Mal knapp eine Woche, einfach nur, weil mein Upload so verdammt lahm ist. Ich bin im Moment am Gucken. Anscheinend werden ja immer noch diese Kabel bei uns verlegt. Ich habe schon mal gesagt in einem der Videos, dass es ein Fehlalarm war mit diesen Kabeln, aber das muss nicht zwangsläufig heißen, dass da nichts verlegt wird. Es ist nur das Problem herauszufinden, bei wem. Und ich weiß nicht, wie die deutsche Wirtschaft da organisiert. Oh, was ist das? Ein Giftpfeil, cool.
Da hinten war auch noch was. Wie die deutsche Wirtschaft in dem Punkt organisiert ist. Ihr müsst euch mal so denken. Ich habe mal heute meine Eltern angefragt, von wegen, wo ich rausfinden könnte, wer hier vorne bei uns jetzt die Kabel am Verlegen ist. Weil ich denke mal, es sind keine Rohre, da sind wir uns alle einig gewesen. Und deswegen müssen es irgendwelche Kabel sein. Und ob es Internetkabel ist, sollte ich mal bei der Telekom anrufen. Die Telekom, die müsst ihr eigentlich wissen, was da abgeht. Weil wir haben hier nur zwei Anbieter auf dem Plattenland. Das ist die Telekom und das ist EWE-Tel. Und ich sterbe wahrscheinlich gleich. Ich sterbe sehr, sehr wahrscheinlich gleich. Ich bin jetzt zu viel am Labern, jetzt bin ich unvorsichtig geworden. Schwere Wunden, heil bitte. Schön, ich bin tot. Und ich habe natürlich nur vorm Haus gespeichert, leck mich. Okay, ein wenig vorsichtiger sein ab jetzt wieder. Bei der Telekom anrufen. Geht mal auf die Telekom-Homepage. Alter, das sind so viele Nummern zu so vielen Themen. Da blätterst du dich erstmal eine halbe Stunde durch die Seiten durch, bis du gefunden hast, was überhaupt dich betreffen könnte. Könnte, wohlgemerkt. Und dann vor allem, du versuchst erstmal zu gucken, ob du irgendwo in ein Callcenter reinkommst. Und das Ding will dich direkt dazu zwingen, dass du dich dort registrierst mit deiner E-Mail-Adresse. Es ist nicht so, dass die da deinen echten Namen wollen oder sowas in der Richtung. Damit, das würde ich sowieso nicht zustimmen. E-Mail-Adresse ist ja noch halbwegs okay. Den Newsletter kann man immer noch blockieren, falls irgend so eine Scheiße dabei rauskommt. Aber, wenn du dann weiterguckst, es gibt doch irgendwo eine Nummer, die du anrufen kannst. Und da musst du dich nicht für registrieren. Also irgendwie haben die da so 50-50-Regelung, keine Ahnung. Die Leute, die was ernsthafter wollen, müssen sich wohl wirklich registrieren. Auf jeden Fall Nummer angerufen und mit den ganzen Nummern, die da stehen, frag mich nicht wie, 20 Minuten in der Warteschlange gehangen. Zum Glück habe ich anscheinend gleich die richtige Nummer erwischt, denn die Typen konnten mir gleich helfen. Also, das ist das Witzige wieder an der Sache. Es kann nur die Telekom sein, die bei uns die Kabel am Verlegen ist. Aber die Typen haben offensichtlich keine Ahnung, dass sie da irgendwas machen. Natürlich nicht. Und haben mich weitergeleitet. Jetzt, ich habe hier noch einen Zettel auf den Tisch hingelegt da drüben. Von der Bauherren-Hotline der Telekom. Das sagt mir sowas von gar nichts. Auf jeden Fall, ich tippe mal, das ist dann einfach die Firma, die sie in dem Gebiet beauftragen, die Kabel zu verlegen. Und die soll ich dann mal anrufen. Oder natürlich die Gemeinde. Das Schöne ist mal wieder, ich glaube, ich sage zu viel, das Lustige und das Schöne ist, aber es ist auch egal. Das Geile ist, nehmen wir jetzt geil, dass meine Eltern bei der Gemeinde schon mal angefragt haben, was da los sein soll. Ja, die Gemeinde hat genauso wenig Ahnung, wie es scheint. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich habe mich auch im Internet mal schlau gelesen, weil momentan, das ist ja das Problem mit meinen Uploads, ich hänge auf dem platten Land hier auf einer 1-Mbit-Leitung, weil mehr kriegen wir einfach nicht, da wir so weit von den Knotenpunkten unserer Anbieter weg sind. Das ist eine scheiß Verbindung. Aber wir kriegen nicht mal diese 1-Mbit. Das Höchste, was wir hier kriegen, und mein Vater und ich, wir hocken auf derselben Leitung, sind 120 KB. Mehr kriegen wir nicht. Leute, stellt euch mal vor, wie schnell meine Uploads sind. Ihr könnt gerne raten, aber ich sag's euch sowieso, ein Video zu rendern bei mir mit meinen Hardware, das geht ja noch. Das dauert so knapp eine Stunde, anderthalb Stunden. Ist zwar relativ langsam, aber ich habe halt nur einen 2-Kern-Prozessor und ich denke, ich werde nicht allzu schnell in nächster Zeit updaten. Aber, war nicht. Ich gehe mal nach hinten. So. Das Rendern, das geht jetzt noch, da ich jetzt Sony Vegas 10 geladen habe, statt 9. Weil 9 hat bei mir irgendwie extrem lange Ladezeiten verursacht teilweise. Guck mal, wie schnell das jetzt geht. Mein Schwein stoppt zwar fast, aber wen interessiert. Zack. Ich glaube, ich sollte mich als Bogenschütze nicht direkt in die Masse reinstürzen, sonst spiele ich meine Klasse falsch. Das Rendern geht ziemlich fix, das Laden der Videos mit der neuen Software jetzt ebenso. Aber das Hochladen dauert bei mir wenigstens, allerwenigstens 2 Stunden, je nach Videogröße und meistens so 2,5 Stunden. Aber das wird natürlich noch besser, denn da mein Router hier zu Hause, beziehungsweise das Signal hier teilweise so schlecht ist, kann es über Nacht zu Verbindungsabbrüchen kommen, beziehungsweise der Router macht einen 24-Stunden-Reset. Ja, das heißt, ich darf nachts immer mal so ein bisschen gucken, nein, nicht Wecker stellen, aber ich bin meistens im Moment sowieso nachts wach, keine Ahnung, meine innere Uhr ist falsch am Ticken. Also, ich denke, ich werde jetzt bis 3 oder 4 Uhr morgens wieder wach sein, dann erst wieder schlafen gehen, den Rest des Vormittags, keine Ahnung. Liegt wohl an WoW.
Aber auf jeden Fall muss ich dann immer nachts mal wieder ein bisschen aufstehen und gucken, läuft der Upload noch? Ist er vielleicht inzwischen schon abgebrochen oder einfach nur mittendrin hat er, ist er gestoppt und dann einfach sofort da wieder neu anfangen. Und das ist I'm auch der all Grund, warum done die here. Videos bei mir so lange dauern. Es ist einfach übelst frustrierend, wenn du die halbe Zeit, Moment,